Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ich will einen kleinen praktischen Tipp wieder heute zum Besten geben als Antwort auf eine Frage, die ich unter einem der letzten Videos gelesen habe. Welchen Stellenwert bemisst du der Frage zu, ob man eine Aktie unmittelbar vor oder nach Veröffentlichung von Quartalszahlen kaufen sollte? Angenommen, du interessierst dich für Aktie X, hast schon alles gecheckt und in 7 Tagen werden die Zahlen veröffentlicht. Kaufen jetzt oder erst in 6 oder in 8 Tagen? Das möchte der Fragesteller wissen und die Antwort darauf ist ganz kurz: Die Berichtssaison hat beim Timing meiner Investitionen eine absolut untergeordnete Bedeutung. Wer sich darauf fokussiert, ob man jetzt vor oder nach den Quartalszahlen kaufen möchte, der fokussiert sich auf etwas, was man ohnehin nicht kontrollieren kann. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus vergebliche Liebesmüh. Wie sieht dann mein Entscheidungsprozess aus? Als erstes wird das Unternehmen fundamental analysiert und wenn es fundamental gesund ist, also ein vielversprechendes Investment, dann kommt der Preis ins Spiel. Und wenn der Preis stimmt und das Fundamentale stimmt, dann kaufe ich. Und ich kaufe dann eben nicht frontal in voller Menge, sondern eben erst eine erste Tranche, um sozusagen einen Fuß in der Tür zu haben. Und dann gibt es einen Plan, nachdem ich regelmäßig nachkaufe. Das kann eine zeitliche Staffelung sein, das kann eine Staffelung sein, die darauf hinausläuft, bei -10, -20% die Position nochmal zu vergrößern oder eben auch, wenn der Aktienkurs um eine bestimmte Summe steigt, dann nochmal die Position zu vergrößern. Warum dann der Aktienkurs steigt oder fällt, ob das irgendwelche Short-Squeezer sind oder Quartalszahlen, die dann als Grund herhalten müssen, das bleibt davon völlig unberührt. Wenn Zahlen kommen, eben auch kurz nachdem ich in ein Investment eingestiegen bin, dann kann ja eine Aktie durchaus um mehrere Prozent steigen, sie kann um mehrere Prozent fallen oder sie tut gar nichts. Und ich habe vorher keinen Plan dafür, was sie tun wird. Das kann man schlicht und ergreifend nicht voraussehen. Sollte die Aktie fallen, habe ich kein Problem mit meiner kleinen Tranche, denn dann habe ich einen Plan, wirklich nochmal zu verbilligen, nochmal nachzukaufen. Sollte die Aktie ausbrechen und mir läuft der Kurs davon, kann ich mich auch freuen, denn ich habe zumindest einen Fuß in der Tür und ich weiß, wann ich in diesem steigenden Aktienkurs auch hier meine Position aufstocken kann. Also für die Entscheidung, ein Investment zu tätigen, sind die Quartalszahlen irrelevant, zumal ich mit einer Haltedauer von 10, 15, 20 Jahren hier rechne. Das heißt, ob ich nun vor oder nach irgendeinem Tag im Februar 2021 eingestiegen bin, das ist meinen Erben doch irgendwann völlig egal. Anders sieht es natürlich aus, wenn man Optionen handelt und wenn man für den Einstieg in ein Investment zum Beispiel Cash Secured Puts nutzen möchte. Da sollte man schon die Earnings ziemlich genau im Blick haben. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass die vereinnahmbaren Prämien vor den Earnings ansteigen. Das hängt mit der impliziten Volatilität zusammen und die steigt an, weil die Unsicherheit über bevorstehende Earnings sich natürlich im Preis der Versicherung, und das ist ja nichts anderes als eine Option, widerspiegelt. Also hier gibt es ganze Strategien, sogenannte Earnings Trades, Earnings Strategien, die darauf abzielen, sich dieses Preisphänomen zunutze zu machen. Das ist aber nicht meine Spielwiese. Deswegen erspare ich mir das auch in einem kurzen Video hier, solche Strategien auseinanderzusetzen. Dafür gibt es Experten, die sowas auch praktisch handeln. Ich tue das nicht und deswegen werde ich mich dazu auch nicht äußern. Also ganz kurz, wenn es ums Investieren in Unternehmen geht, dann sind die Earnings absolut drittrangig. Denn wie heißt es so schön, nach den Earnings ist immer auch wieder vor den Earnings. Deswegen bei einer Haltedauer von 20 Jahren haben wir 80 Mal Earnings dabei. Was soll ich mich da über einmal wirklich echauffieren? Ich kann es nicht kontrollieren, also wird es ignoriert. Ich hoffe, das hilft ein bisschen beim Nachdenken und beim Aufpassen aufs eigene Geld. Tschüss, euer Nils Gajowi.